Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Eure Replays, meine Analyse. Ja, wir haben heute ein neues Replay zugeschickt bekommen von dem lieben Ufa Mauer. Und ja, er spielt Centurion AX auf der Map Pilsen. Und ja, wir haben 3-5-7 Matchmaking, also eigentlich sehr, sehr gut für ihn, denn er ist einer der wenigen, der Top-Tier ist. Seht ihr jetzt hier 3-5-7. Und ja, fährt jetzt erstmal nach rechts rüber. Ich gehe mal in seine Ansicht rein. Wir gehen mal ein bisschen auf seine Munition ein. Wir haben einmal 33 ABCR drin, 20 Heat und 15 HE. Ich persönlich finde, es ist zu viel HE dabei. Also, ich sag mal, 5 HE würden auch schicken. Also, 5 HE würden reichen. Ja, der erste Schuss, den er jetzt schon gleich ja, verschossen hat, war er ein bisschen hektisch. Ihr seht, er ist hier vorne an der Ecke hängen geblieben. Man muss seit 1.0 ein bisschen aufpassen, wann und wo man in den Eckenbereichen hier, wo so Kanten sind, wann man da schießt. Lieber ein bisschen ein Tickchen weiter rausfahren, weil manche Ecken sind echt sehr, sehr, ja, ich sage mal, verbuggt und man kann einfach schwer durchgucken, also schwer durchschießen. Ja, er bewegt sich jetzt hier aktuell erstmal zu der Situation auf dem allgemeinen, ja, Schlachtfeld. Wenn wir jetzt hier sehen, es kommt schon ein bisschen was hier rüber. Wir haben ein bisschen Backup von hier hinten in diesem Bereich. Und wir haben aber auch natürlich eine große, ja, Truppe hier, Medium praktisch, Linie hier, die besetzt ist. Und es ist relativ untypisch, dass jetzt ein Centurion hier rüberfährt. Man kann es natürlich am Anfang machen, klar. Vor allen Dingen, wenn das hier drüben gut gehalten und gedefft wird, sodass man später noch zurückverlegen kann. Aber mal schauen, was er jetzt hier noch so, ja, macht. Ja, guckt, erstmal winkelt sich an. Das ist schon mal vorsichtig, ist schon mal sehr gut. Weil wenn man jetzt einfach reinpiekt, so blindlings, kann da natürlich in mal ein FV, ein 705er stehen. Natürlich jetzt aktuell noch ein bisschen früh. Ihr seht jetzt hier, die Panzer sind erst hier so in dem Bereich, kommen jetzt langsam erst ran. Und trotzdem ist es besser, wenn man da so ein bisschen vorsichtiger ist, denn Vorsicht ist natürlich bekanntlich besser als Nachsicht. Also einfach da ein bisschen, ja, langsamer, entspannter spielen. Er versucht jetzt hier gerade, ja, was zu, glaube ich, zu spotten. Er hat versucht, hier diesen Bereich hier drüben aufzumachen. Jetzt geht der SCR-2. Okay, SCR-2 geht raus. Und ja, wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die Karte werfen, haben wir rechts auf der Medium-Linie, heißt also 9er-0er-Bereich, ja, viel praktisch, was hier pusht. Also hier drüben, die Nuller-Linie wird durchpusht. Und wir haben den LTTB, der den Pantera aktuell angeht. Ja, so langsam wäre es, denke ich, für mich jetzt schon tatsächlich okay. Hier geht noch nichts und ist mir noch zu viel HP überall. Ich fahre jetzt rüber. Einfach ruhig verlegen. Ein Medium ist immer dafür da, ja, um sich zu verlegen, um mal einen Seitenwechsel zu machen. Zu einer Seite, wo man einfach, ja, deutlich besser wirken kann. Und gucken wir, was er macht. So, der Type geht auf. Oh, das war, ja, ich würde mal sagen, ein ziemlich glücklicher Schuss. Er hat ziemlich verrissen, aber das RNG hat ihn an dieser Stelle so ein bisschen gerettet, sage ich mal. Nochmal pieken würde ich jetzt definitiv nicht, weil es wird so sein, dass er wahrscheinlich da eingeamt ist. Man sieht es jetzt, wenn man auf ihn drauf geht. Also in so einer Situation würde ich immer empfehlen, man nimmt sich praktisch den Cursor, man geht raus in diese Ansicht und geht praktisch hier rein auf den Panzer. Und so sieht man ungefähr, wo er hinaimt, weil man kann ja die Umrisse deuten. Wenn die Kanone nach da zeigt, wird es wahrscheinlich so sein, dass er nicht auf mich aimt. Dann kann ich mal kurz nochmal einen Peek machen. Aber in so einem Fall seht ihr, okay, der Turm ist ziemlich gerade zu uns und er wird wahrscheinlich entweder hier vorne in Aim oder hier direkt mich ab. Und da macht es natürlich gar keinen Sinn zu pieken. Einfach dann mit praktisch, ja, der Zielmarkierung auf den Panzer drauf gehen, sodass der rote Kreis, also die rote Linie um den Panzer erscheint. Und dann sieht man das halt einfach sehr deutlich, wo wer wann hinguckt. Und das ist halt auch ein sehr guter Vorteil. Ah, da würde ich jetzt zum Beispiel nicht pieken. Hat ein bisschen Glück, dass der 705 da einen Fahrfehler macht. Aber generell, einfach jetzt würde ich auf jeden Fall die Seite wechseln. Wenn wir jetzt nochmal jetzt die Minimap uns angucken, haben wir ein 430, das hier steht.
Das könnte man ganz locker abfarmen. Wir haben den STW, den Scorpion, die covern. Und ich kann entweder hinten rum spielen oder spiele oben rum. Durch meinen, ja, sag ich mal, Turm in diesem Bereich hier ist es einfach so, dass man da sehr gut agieren kann. Die Gun ist ziemlich genau. Ja. So, jetzt nimmt er wieder auf den 705er. Mal sehen wir auch natürlich auch vorne schon hier. Ich lasse mal nebenbei weiterlaufen. Ein ziemlich großer Pulk von Gegnern, der langsam ja jetzt reingerollt kommt. Ah, das war ein guter Schuss. Hat er schön gemacht, lang abgewartet. Jetzt fährt die Bötsche in die Mitte. Ne, sie dreht außen rum, okay. Man muss natürlich auch immer oben achten, okay, was macht das Team? Gewinnt die andere Seite, 9er-0er Linie im Auge behalten. Ja, räumen die auf, gewinnen die, verlieren die da eher Panzer. Und wie läuft es bei mir? Wir haben einmal den Type 5 hier. Wir haben das, wir können einfach mal hier in die Ansicht gehen. So, fliegen wir mal raus. Moment, so. Fliegen wir mal hier rum. So, wenn man jetzt, das kann er natürlich nicht sehen, aber ja, es wurde sich auch in anderen Videos gewünscht, dass ich noch so ein bisschen allgemein aufs Team eingehe. Ja, ihr müsst natürlich einfach hier auf die HP-Bars, also HP-Pools von den achten, 500, das ist praktisch viel weniger als die Hälfte, das ist ja, sag ich mal, knapp die Hälfte und das ist auch um die Hälfte, ich will es jetzt nur circa anreißen. Ja, und die Gegner, seht ihr schon, er ist natürlich auch ziemlich runtergeschossen, dafür ist der Type 4 noch voll, Löwe halt auch HP-mäßig, ja, ziemlich niedrig, aber wir haben natürlich noch den FV, der ist noch unspottet. Wir haben noch den WZ, der ist noch unspottet. Und unsere ISO hier hinten ist noch HP, aber sie ist ja ziemlich weit out of game, sage ich mal. Ja, sie steht hier einfach im offenen Feld. Und ja, wenn sie jetzt da aufgehen sollte, gucken wir mal schnell hier. Oh, das war ein Stück zu weit. So. Dann kann sie von hinten einfach komplett aus diesen Büschen hin raus beschossen werden. Ne? Ihr seht es von hier, ich bin jetzt in der Perspektive der ISO. Da ist die ISO, hier steht sie. Ja, und steht da hinten. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Replay. Also allgemein, mal ein bisschen so auf die Gegner achten und natürlich auf die HPs. Muss ich hier wegfahren, kann ich noch hier bleiben. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Drüben haben wir jetzt auch gesehen, 430, ja, nimmt den Progetto raus. STW nimmt das 430 raus. Somit ist es schon mal eine gute Situation. Der Kenner One steht noch in der Mitte solide. Ja, und jetzt sieht der Ufer, genauso wie ich das jetzt gesehen habe, die S3 rückt in der Mitte vor. Und ja, die Badjet, was die macht, ist bis jetzt noch unbekannt. Aber die S3 können wir auf jeden Fall for free jetzt mitnehmen, wenn wir das jetzt schön ausspielen. Wir haben sogar ein WZ-Frack hier, das können wir sehr gut benutzen als Haldorn. Wird er wahrscheinlich auch machen. Genau, fährt hin. Also bis jetzt optimale Position zum, ja, sage ich mal, Damage-Farmen. Auch schöner Dragshot, auch gut auf die Kette geimpft. Ja, in so einer Situation jetzt, ich meine, die Badget hatte die kleine Gun drauf, müsste ich gleich nochmal gucken, aber da kann man, man ist natürlich Full AP, aber ich würde mich in so einem Fall halt auch versuchen, ja, naja, ein Stückchen zurückzuziehen, sage ich mal, damit zum Beispiel hier ein SDRV, wenn mich jetzt eine Badget pusht oder so, dass der mich backuppen kann, also immer sehen, wer kann mich in so einer Situation unterstützen, wer kann mir helfen, die ISO kann zum Beispiel, die steht hier, die kriegt das mit, wenn die Badget hier rausfährt, die kann mir helfen. So, wenn die ISO natürlich schon Schuss landet, ist es für mich gar kein Problem mehr, die Badjet rauszunehmen. Die S3 kann ich auch noch von da hinten hier beschießen, von dieser Position hier. Und kann im Notfall halt auch mal hier rüberfahren, kann einen Seitenwechsel machen, kann eventuell wieder rüberfahren. Also nicht wirklich committen, weil es kann immer sein, dass man gepusht wird. Mal gucken, was jetzt hier gleich passiert. Er tradet gut, also er ist Haldorn. Jetzt kommt die Badget. Okay. Würde jetzt versuchen, sogar rechts auf die S3 zu schießen, aber durch zu aimen würde ich. Ja, genau. Also er hat jetzt genau auf den Pfosten geschossen und er hat ja keinen. Ich spule mal gerade zurück. Dann können wir uns den Schuss nochmal genau anschauen. Und, so, das war der erste, genau. So, und jetzt gucken wir uns genau mal an, wie er wohin schießt. Und was ich meine. Ja. So.
Ihr seht's, da ist jetzt immer wenn es rot leuchtet, ist der Cursor praktisch auf dem Gegnerfahrzeug drauf. Und wenn er jetzt abdrückt, seht ihr den ja gar nicht. Wir gehen mal hier in die freie Perspektive rein. So. Sind mal ganz schnell rüber unterwegs. Ups, das war zu tief. So. Und man kann natürlich versuchen, durch, sag ich mal, eine geringe Richtungsänderung, also der Zenturen steht ja da. Wenn wir jetzt genau gucken, schießt er jetzt gleich hier vorne drauf. Moment, hier nochmal hin. So. So. Genau da ist der Schuss hängen geblieben. Ich habe es jetzt gerade nochmal gestoppt. Also man hätte entweder, ja, sage ich mal, durch dieses kleine Fenster schießen können oder versuchen können, diese Platte hier anzuschießen. Auch kann man, ja, ganz einfach sehen, er hat normalerweise 1500 AP, aktuell hat er nur noch 1450, also ist der Stock, hat eventuell eine kleinere Kanone drauf, aber auf jeden Fall ein Stock-Turm. So, jetzt gehen wir wieder mal zurück zum Centurion. Oder da auch ein bisschen Glück gehabt. Ihr habt es gesehen, der Cursor war nicht ganz drauf. Jetzt kriegt er oben ziemlich in die Kupola reingeschossen. Der E3 rechts hat er auch gesehen. Genau, sehr schön. So. Hat mit Auto-Aim geschossen und hat den Schuss irgendwie in die Wand geschossen. Das möchte ich mir gerne mit euch nochmal genauer angucken. Und euch nochmal so ein bisschen erklären, wie das Auto-Aim überhaupt geschossen wird, sage ich mal. Oder benutzt wird. So, wir sind jetzt in der Freecam. Und zoomen jetzt einfach mal manuell rein, ja. Wir gucken mal, wo der Cursor ist. So, und der Schuss geht in die. Er muss ja irgendwo hier hingehen. Also er drückt praktisch ab, wo der Cursor hier ist. Hätte er gewartet, bis er da ist. Ihr seht, es gibt gar keine andere Möglichkeit fast mehr. Außer natürlich hier oder hier oben durch ganz, ganz viel Pech, dass der Schuss da anfliegt. Aber hätte er ein Stückchen länger gewartet wie jetzt, einfach safe. Ich bin immer ein sehr, sehr großer Freund davon, ohne Auto-Aim zu spielen. Einfach da auch mal zu aimen, sage ich mal. Weil ich kann besser steuern, ob ich jetzt hier hin ziele. Dann habe ich unten diesen Bereich, sage ich mal, nicht mehr. Moment. So, da habe ich diesen Bereich unten nicht mehr, sondern kann etwas höher ziehen, weil ihr seht hier oben, hier ist noch ein bisschen Potenzial. Durch die Kupola einfach ein Stückchen höher gezielt hierhin, zack, ist das Ding auch safe drin. Also da auch wirklich die Schüsse durchaimen. Und vor allen Dingen, man sieht es jetzt wieder, der Cursor, ihr seht es, hängt hier unten. Also, sage ich mal, am Arsch der Welt. Er hätte eigentlich hier drauf sein müssen. So, hier hätte er drauf sein müssen und das Serverfadenkreuz hängt ja, also das Outdame hängt dem Panzer immer so ein bisschen nach. Und im Fahren ist es halt immer schwierig, sowas zu treffen. Da hat er, wie gesagt, ja, Schweineglück gehabt, dass der Schuss nach da geflogen ist und nicht, wie hier angezeigt worden ist, nach da. Also, ich empfehle euch, wie gesagt, einfach, normal zu aimen und nicht zu viel Outdame zu machen. Sondern es halt wirklich, wenn nur mal, bewusst einzusetzen. In so einem Fall, Ah, okay, wenn wir jetzt hier mal kurz stoppen, sehen wir jetzt, er versucht jetzt den FV abzuschießen, aber da ist ein Gebäude im Weg. Das wäre deshalb immer in so einer Situation, aha, kurz geguckt, wo steht denn der? Steht der hier vorne oder steht der hinten? Ah, okay, er hat sogar geschossen. Also da ruhig immer mal kurz einen Blick auf den FV wirken. Was ich jetzt zum Beispiel ja nicht wirklich verstehe, wir haben ein 257, was One-Shot ist. Wir haben eine 50, der praktisch One-Shot ist, und die ISO, die One-Shot ist. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Gegner. Und natürlich noch die Unspotted-Leute. Der STV war nicht spotted. Der FV könnte rüber rotiert sein beispielsweise. Das kann man ja alles leider nicht vorhersagen. Wenn er jetzt anfängt, rüber zu rotieren, sage ich mal, diesen Bereich hier, ja, dann ist es natürlich schlecht, wenn man hier steht, weil der dann einfach rumpiekt und mich dann hier abschießen kann. Also sowas würde ich halt immer sagen, okay, ich fahre zu meinen Mates zurück, der STV ist noch voll, über den Scorpion kann ich halt leider nichts sagen, aber für mich committet er jetzt aktuell zu viel. Gut, hat ihn jetzt erstmal souverän getroffen. Oh, warum aimt er nicht untere Wanne? Das verstehe ich gerade nicht. Wenn er
Ah, okay, das kann man. Also, da vorne rein zu aimen, müsste man. Es ist ganz, ganz grenzwertig, sage ich mal, weil er schon fast anfängt, gerade zu stehen. Ein sicherer Schuss wäre untere Wanne gewesen, da hätte man nichts falsch gemacht. Seitlich riskant, aber ja, hat sich in diesem Moment halt auch ausgezahlt, wobei es einfach nicht nötig gewesen wäre, er war One-Shot. Untere Wanne hätte völlig gereicht und ohne großes Risiko, sage ich mal. Okay, Scorpion Laurel, er hat auf jeden Fall früher reloadet als der Scorpion. Genau, erkennt er auch, macht das schön, indem man jetzt einfach piekt und rausnimmt. WZ. Okay, da hat er jetzt ein bisschen Pech gehabt, aber war gar nicht so schlecht geaimt. Ja, genau, da ist gut. Ja, sehr schön. So, und jetzt ist es allerspätestens die Zeit gekommen, wo er abhauen sollte. Also wir sehen jetzt hier den PTA, den Löwe, den WZ alleine gegen ihn praktisch und der STV steht hier hinten immer noch full AP rum und kann ihm praktisch nicht helfen. Einfach zurück nach hier hinfahren, alles top. Was halt besser wäre, wenn er sich hier, sag ich mal, hier oben in diesem Bereich da, nach da, nach da oder vielleicht sogar nach hier verlegt. Wie gesagt, hier oben kann er nach da wirken, kann das Cap beobachten oder auch hier reinwirken. Aber alles andere ist halt einfach gerade ja viel zu overcommitted. Er muss den Schuss jetzt eigentlich irgendwie machen auf dem WZ. Ah, okay. Gut, das hat er schön gemacht auf dem PTA. Gut rausgenommen. Schade, er hatte den Ansatz gehabt, wegzufahren. Schade, schade. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, warum er da abgeprallt ist, kann ich euch nicht sagen. Oh, jetzt fährt er nach vorne. 600 AP. Jetzt einfach auf die Kette, auf die Kette. Jetzt hier schön. Jetzt bietet sich die Kette sehr, sehr gut an. Wie du es gerade beim 705A gemacht hast, schön auf die Kette hier vorne. Zack, Track Damage und natürlich richtiger Schaden. Ist gar kein Problem. Ja. Ah, nee, er kommt nicht mehr ran. Ah, okay, doch, schade. Also gut, 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 meine ich nicht, schade. Ja, moin. Also, da hat er noch ein bisschen Glück gehabt auf den Löwe. Er hätte den natürlich auch detracken können. Ist natürlich jetzt auf 230 AP runter. Was ich da jetzt nicht verstehe, wir sehen, ich gehe mal nochmal in die Sicht hier, haben wir hier den WZ. Wenn man jetzt einfach nur so ein bisschen gesideskript hätte, die Cupola ist rechts, einfach nur ein bisschen angewinkelt, dann würde er sehen, alles klar, das hier von dem WZ praktisch, also wir gehen nochmal in die Sicht vom WZ. So, wir sehen es viel früher, so. Wir sehen dieses Teil, sage ich mal, viel früher. Ein bisschen angewinkelt wäre der WZ raus gewesen. Wenn wir jetzt aus WZ-Sicht gucken, kann er ja immer natürlich nur von der Gun hier schauen. So. Und ihr seht es praktisch. So. Und diese Gun zeigt praktisch, er kann maximal das hier sehen. So. So viel. Also es ist gar nicht mal so drin, dass er jetzt praktisch unser Centurion ihn sehen kann. Aber von der Sicht des Centurions aus seht ihr praktisch, er muss nur noch ein Tickchen weiter vorfahren, dann hätte er ihn jetzt geholt. Und der WZ hat gar keine Chance, weil er halt theoretisch sonst hier die Kanone haben müsste, aber er hat sie halt in der Mitte. Also ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. Genau, jetzt hier ist die Situation nochmal zu sehen. Der WZ kann einen praktisch kaum beschießen. Wenn er die Wand jetzt noch eindrehen würde, wäre es optimal. So kann er jetzt hier den WZ rausnehmen, theoretisch ihn oben hin beschießen oder den Löwen nochmal auf die Track setzen. Wenn er overpeakt, einfach auf die Track oder er macht direkt Damage und fährt dann safe. Also alle Möglichkeiten gibt es, aber alle Möglichkeiten werden jetzt gerade durchkreuzt durch den Kollegen, der hier hinten steht. Wo haben wir ihn denn? Da, so. Hier ist er. STV unspotted, stand wahrscheinlich hinten, ist jetzt hier vorgefahren. Ja, jetzt gucken wir mal, was passiert. So, rausgenommen vom STV. Ich stoppe gerade mal das Video hier. Also allgemein würde ich da sagen und Ihnen empfehlen, die Schüsse ordentlich durchzuaimen. Mehr auf seine ja, Map-Awareness zu achten. Das bedeutet praktisch, okay, man fährt rüber, mal wenn man das sieht, man macht mal schneller Seitenwechsel. Man hat vor allen Dingen die Verbündeten, sage ich mal, im Backup, die einen helfen.
Vor allen Dingen, wir haben gesehen, der RV steht hier oben, dann ist kein Problem, man kann da unten fahren, kann diese Position wieder anspielen, aber Hauptsache raus aus dieser offenen Stelle, wo man 1, 2, 3, 4, 5 Richtungen hat, wo man theoretisch beschossen werden kann, steht man hier oben, können die Gegner nur aus der vorderen Seite hier kommen, wenn der STW hier steht, also dann nur noch da raus. Somit ist man da viel geschützter, man hat einen Busch, man ist Halldown, man kann wegfahren, sich bewegen. Also am Ende ein bisschen holprig ausgespielt. Wir sind trotzdem auf 5000 Schaden gekommen. Also wir haben einmal die S3, die er sehr gut ja, abgefarmt hat, kann man ja schon so sagen. Die Badget hat er gut angespielt, bis auf, wie gesagt, wieder die Schüsse, die er da ein bisschen drauf achten muss. Und ich denke, da wäre potenziell auf jeden Fall noch mindestens 1 bis 2, wenn nicht sogar, ja, 2.500 Schaden drin gewesen. Und vor allen Dingen der Sieg. Ich sag immer, ja, der Sieg ist mit das Wichtigste, der Damage kommt von alleine. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Würde mich da über ein Däumchen freuen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare mit einem Verbesserungsvorschlag. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.